machen wir uns auf die Reise nach Pedro Segundo. Die kleine Kreisstadt hat heute etwa 23.000 Einwohner und mit dem zur Stadt gehörenden Gebiet im Umkreis von etwa 40 Kilometer zählt sie an die 37.000 Menschen. Pedro Segundo ist etwa 11.000 Kilometer von Deutschland entfernt, liegt im Norden von Bundesstaat Piauí und zählt zur Halbtrockenzone Brasiliens, die sich durch ein spezielles Klima auszeichnet. Das bedeutet, dass es in der 4 bis 5 Monate andauernden Regenzeit sehr unregelmäßige Niederschläge gibt, während sich die 7 bis 8 monatige Trockenzeit durch heißes, trockenes Klima und einer sehr hohen Verdunstungsrate von 2000 mm pro Jahr auszeichnet. In den Monaten August bis Dezember steigt das Thermometer bis 36 Grad täglich und es gibt bei starkem Wind keinen Tropfen Niederschlag. Die Stadt liegt in einer Gebirgslandschaft, etwa 680 Meter über dem Meeresspiegel. Hier sehen wir eine besondere Felsformation, den sogenannten Gritador. Bis heute ist Pedro Segundo eine Stadt ohne Industrie. Die Bevölkerung lebt hauptsächlich von der Landwirtschaft. Vom Kunsthandwerk, vom Handel und ein Großteil der Beschäftigten sind Angestellte im öffentlichen Dienst, zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer. Der alte Stadtkern von Pedro Segundo schaut auf eine 200-jährige Geschichte zurück. Pedro Segundo wurde von Portugiesen gegründet und die Statue der Patronin der Stadt, die Mutter Gottes der unbefleckten Empfängnis, kam aus Portugal. Obwohl es eine ländliche Kleinstadt ist, steigen die sozialen Probleme ständig an. Fehlende Sicherheit im Straßenverkehr, Drogenkonsum, familiäre Gewalt, Prostitution von Minderjährigen, Arbeitslosigkeit, Landflucht, schwach entwickelte Landwirtschaft und mangelnde Sozialstrukturen. 1991 wurde das Bildungszentrum Manacaru gegründet. Ziel war von Anfang an, mit den Menschen der Region Wege und Methoden zu finden, die vorhandenen Ressourcen besonders gut und schonend zu nutzen. Manacaru beugt der Migration vor, indem den Menschen Möglichkeiten eröffnet werden, ihren Lebensunterhalt trotz der harten Bedingungen der Halbtrockenzone zu sichern. In folgenden Arbeitsbereichen arbeitet Manacaru heute. Unterstützung und Begleitung von Kleinbauern und Förderung von Kleinprojekten. Im Bereich der schulischen Erziehung hat Manacaru die Ökoschule Thomas a Kempis und die Kindergärten Asa Branca. Landarbeiterfamilien werden im harten und zähen Kampf, eigenes Land zu bekommen, unterstützt. In den Basisgemeinden wird die Bibelarbeit begleitet. In Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Staat werden Zisternen zum Sammeln von Regenwasser gebaut. Das Grundthema in allen Bereichen ist die Sensibilisierung für die Umwelt und den Umweltschutz. Lernen wir jetzt ein Tätigkeitsfeld von Manacaru etwas näher kennen, und zwar die Ökoschule Tomás a Kempis. Unterschiedliche Transporte bringen die Schüler und Schülerinnen aus einigen Dörfern und vom Stadtrand zur Schule, die um 7.20 Uhr morgens beginnt.
Während in einigen Klassen in den ersten zwei Unterrichtsstunden normaler Unterricht stattfindet, helfen die anderen Klassen, die morgendlichen Arbeiten in verschiedenen Tätigkeitsfeldern zu verrichten. Sie sammeln Schoten und Früchte für die Zubereitung von Tierfutter. Die Hühner werden versorgt. Der Kräutergarten wird gewässert. Der Ziegenstall muss gefegt, die Ziegen brauchen Futter, Wasser. Auch hier wird das Wasser aus einer Zisterne genommen. Vierzehntägig werden die Bienen von den Schülern und Schülerinnen versorgt. Im Gemüsegarten gibt es besonders viel zu tun. Der Garten liefert Blattsalat, Gurken, Möhren, rote Beete, Koriander, Schnittlauch, Tomaten und unterschiedliche Pfeffersorten und Paprika. Die Schüler und Schülerinnen sind auch verantwortlich für die Reinigung der Schule und Mithilfe in der Küche. Das gehört ebenfalls zum schulischen Alltag. Die Ausrichtung der Ökoschule basiert auf einer qualitativ hochwertigen Erziehung. Dabei stehen ökologische und soziale Aspekte im Mittelpunkt. Bei den fachübergreifenden Themen wird der Schwerpunkt darauf gelegt, wertvolles Wissen über die Halbtrockenzonen zu vermitteln. Die Schüler und Schülerinnen sollen erkennen, dass auch in der Halbtrockenzone ein gutes, menschenwürdiges Leben erreichbar ist. Die einmal wöchentlich stattfindenden AGs finden guten Anklang. Sie steigern die Kreativität, unterstützen den Gemeinschaftssinn, fördern die Eigenverantwortung und sind für das Selbstwertgefühl ganz wichtig. Es gibt eine Theatergruppe, eine Mal- und Zeichengruppe, eine Capoeira-Gruppe. Diese Tanz- und Sportart haben unsere afrikanischen Sklaven mitgebracht. Sie versammelten sich auf der Capoeira, einem abgeernten Stück Land, um diesen Verteidigungssport aufrechtzuerhalten. Eine Gitarrengruppe, eine Gruppe zur Herstellung von Papier aus Altpapier und Bananenfasern, we'll be right back.
eine Tanzgruppe. Und die Gruppe zur Herstellung von Hausmedizin. Drei Mahlzeiten werden angeboten. Das Frühstück, Mittagessen und eine Kleinigkeit am Nachmittag. Leider gibt es immer noch Kinder, die nicht ausreichend mit Essen versorgt sind. Gerade für dieses Schulalter ist eine ausgewogene Ernährung von großer Bedeutung. Eier, Früchte, Gemüse, Salat, Honig, all das, was in der Schule selber erzeugt wird, fließt in den Speiseplan mit ein. Die Schüler und Schülerinnen lernen auch zu unterscheiden zwischen qualitativ guter Nahrung und einseitiger, sogar Mangelernährung. Um 5 Uhr nachmittags ist der Schultag beendet und die Schüler und Schülerinnen machen sich auf den Heimweg. In ihrem inneren Rucksack nehmen sie das Gelernte und Erfahrene mit. Sie sollen befähigt werden, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese auch zu vertreten, aktiv am Geschehen der Gemeinde teilzunehmen, die Umwelt zu schützen, positiv ihre Familie und ihren Freundeskreis zu beeinflussen. Sie sollen frohe und selbstbewusste Menschen werden. Die schulische Arbeit hat weitreichendere Auswirkungen. Einige Familien übernehmen von ihren Kindern neue Arbeitsweisen, wie zum Beispiel Anlegen und Pflegen von Gemüsegärten und von Dauerfeldern, Beendigung der Brandrodung, Herstellung von Tierfutter für Ziegen und Hühner, notwendige sanitäre Pflege der Tiere unter anderem. Wir begleiten jetzt unsere Schülerin Letizia aus dem Dorf Gamilera. Jedes Jahr versammeln sich die Familien des Ortes zu einer sogenannten Farinhada, der Verarbeitung der Maniokwurzel. Wir sehen jetzt die Familie auf dem Weg zum Feld. Frauen schälen die Maniokwurzel. Die Maniokwurzel wird gemahlen. Die Masse wird gewaschen, um die Stärke von der Masse zu trennen. Die übrig gebliebene Masse wird getrocknet und aus der Stärke Fladen gebacken. Wir wollen auch noch eine andere Familie zeigen, die in Stadtnähe einen kleinen Bauernhof unterhält. Es ist Oliveira mit seiner Frau Conceição.
Ihre Tochter Naira arbeitet als Monitorin in der Schule mit und ein Neffe besucht seit 3 Jahren die Ökoschule. Auch hier stehen unsere Agrartechniker mit Anregungen zu Verbesserungen zur Verfügung. Innerhalb der letzten 5 Jahre haben sie ihren Betrieb auf Vordermann gebracht und können gut von den Einnahmen leben. Sie haben ein Dauerfeld angelegt, das wegen der hohen Verdunstungsrate eine Mulchschicht bekommt. Haben Obstbäume gepflanzt und die Erzeugnisse aus dem großen Garten werden auf dem hiesigen Markt verkauft. Außerdem haben sie Ziegen und Hühner. Eine große Zisterne und ein Brunnen liefert das notwendige Wasser. Wie Sie sehen können, lohnt sich unser Einsatz. Alle Aktivitäten von Manakaro sind nur möglich durch Partner und Unterstützer aus Deutschland und aus Brasilien, die an unsere Arbeit glauben, uns vertrauen und die aus tiefstem Herzen an ein menschenwürdiges Leben für alle glauben und sich für eine gerechtere Welt ohne Ausbeutung einsetzen. Ihnen allen sagen wir ein herzliches Dankeschön und ein Vergelt's Gott. Eu fico com a pureza da resposta das crianças.